Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Gun Smith Simulator. Ich habe das Spiel hier zur Verfügung gestellt bekommen, um es für euch zu testen. Und ja, ich will auch gar nicht lang schnacken. Ich würde sagen, wir schauen mal, was das Spiel kann. Ein bisschen mit Waffen kenne ich mich noch aus. Wer mich kennt, weiß, 8 Jahre Bundeswehr gewesen, Polizei etc. pp. Das ganze Gedöns. Und dementsprechend Waffen zusammenbauen, Waffen warten und alles drum und dran. Könnte ja ein Spiel für mich sein. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe das Spiel gestartet. Ein bisschen bei den Einstellungen, mehr nicht. So, wir starten mal ein neues Spiel. Warte, okay, nimm wir. So, schauen wir mal, was uns erwartet. Was die erste Waffe sein wird, etc. Ich habe keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass ich das Spiel jetzt hier probiere. Und dementsprechend. Okay, Level 1. E-Mails überprüfen. Okay. Was haben wir? Klicken auf Fähigkeiten zu arbeiten. Okay, PC. Haben wir eine Werkstatt. Meine Maus ist schon extrem langsam eingestellt, aber trotzdem ist sie sehr, sehr schnell. Na, egal. Muss mich dran gewöhnen. Ohne Waffen kann man hier nicht arbeiten. Prüftisch. Du kannst die Handhabung der Waffen gleich hier in deiner Werkstatt testen. Verschiedene Kalibersorten. Arten. So, guck mal. Was haben wir hier? Büchsenmacherdienste. Schaft- und Laufteil-Shop. Nachrüsten, Aufsätze. Okay. E-Mails. Willkommen in der Werkstatt. Mein geliebter Enkelsohn, ich möchte mit dir über die Waffenschmiedewerkstatt sprechen, die du von mir bekommen hast. Wie sieht's aus? Ich würde dir gern helfen und mein Wissen über Waffen mit dir teilen. Ich bin mir sicher, dass du dich damit auskennst. Aber es gibt leichte und schwere Waffen zu reparieren und zu testen. Und einige davon können wirklich unangenehm sein. Trotzdem glaube ich an dich. Schau dir meine Pistole an, die ich dir über die Waffenschmiedeleistung geschickt habe. Ja, doch. Du kannst hier per E-Mail annehmen, da diese Dienste miteinander kooperieren. Es ist einfach. Es ist eine einfache Colt M1911, die ich schon lange besitze. Sie muss aufgefrischt werden. Das ist klar. Es gibt auch eine Anleitung dafür. Viel Glück. Beste Wünsche, Larry. Ein schöner Colt. Neu konfigurieren, reparieren, anpassen. Testbetrieb ins Feld bringen. Okay. $1,200 haben wir zur Verfügung. Das ist der Computer. Okay. Arbeiter in Groß war das Colt. Ja. Colt M1911. Oh, 1911. Eine halbautomatische Pistole, die in ihrer Grundkonstruktion das Prinzip der kurzen Rückstoß nutzt. Entwickelt im Jahr 1911 von John Browning. Dank ihrer einfachen Konstruktion weiterhin kopiert. Es wird angenommen, dass der Colt M1911 die beste Kurzwaffe ihrer Zeit war. Okay. Groß war das Colt. Du musst den Colt säubern und einen Laseraufsatz anbringen. Erforderliche Arbeit, neu konfigurieren, reparieren, anpassen. Alles klar, Arbeit beginnen. Okay, ab zum Montagetisch. Montiert. Der Kunde will Schiene. Okay. Einige Waffen können modifiziert werden, wenn du die Konfiguration änderst. Erforderlich fräsen. Okay. Schiene, langer Lauf. Was der Kunde will. Dafür geht die Mobilität runter. Okay. Wir montieren das mal. Okay, also müssen wir die erstmal ein Magazin raus. Okay, bei der Browning ist das ein bisschen anders. Stift. Schafft ab. Den nimmt auch auseinander. Ja, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Browning in der Hand. Ich sag mal, alle Waffen sind ja irgendwo im Grundprinzip ziemlich gleich. Ja. So. Bei den ab, den Hahn. Ach,
Auch wenn der so alt ist, gut konzipiert eigentlich, ne? Im Gegensatz. Kann ich den noch abnehmen? Ne. Den kann ich nicht mehr abnehmen, oder? So. Okay, mit WASD kann ich über die Map. Okay, okay, okay. So. Der Lauf muss noch raus. Stift hier lösen. Na komm. Der sieht eigentlich leer aus. So kann ich den Schlag... Ach, guck mal hier. Okay, den Schlagplatz kann ich auch noch rausholen. Ah. Mal schön durchgucken. Ah, mehr ist das nicht. Da kommt die Feder noch ab. Was fehlt hier noch? Hier fehlt noch etwas. Hier fehlt auch noch etwas. Okay, hier, das kann ich abmachen. Was fehlt hier noch? Das ist halt eine Browning, ne? Damit kenne ich mich halt nicht aus. Aber hier ist ja nichts mehr. Umschauen. Schwenken, ja. Ist hier noch irgendwas... Irgendwas drin? Legen wir erstmal wieder hin. Hier muss noch irgendwas dran sein. Ist hier noch was? Kann ich das hier noch lösen? Aber eigentlich nicht. Das sieht eigentlich so gut aus, wie es ist. Magazin. Kann ich das auseinanderbauen? Magazin Feder und Stöße. Aber... Eigentlich kann man den hier unten wegziehen, damit die Feder hier rauskommt, aber... Okay, hier oben die Klappe kann ich aufmachen. Okay, so macht er das. Abgeschlossen. Kaputt. Das sind mehr als zu reparieren und muss verschrottet werden. Das ist nicht mehr zum Reparieren und muss verschrottet werden. Okay, fehlt. Cold. So. Gut, 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 gut. Schmutzig. Okay, die reparieren wir. Die gerechte Schiene fehlt. Okay. Verlasse den Tisch. Wie kann ich das machen? Vorläufig verlassen. So. Teile kaufen. Okay, den linken und rechten. Jetzt mache ich den Nachrüstaufsatzshop wahrscheinlich. Das sieht doch... Waffe, Colt. Okay, kriege ich keine Taktikschiene. Schafft und Lauf. 1911 kriege ich hier. Ah. Linke Seite. Und rechte Seite. So. Was muss ich noch neu kaufen? Moment mal. Gebrochen. Die Magazinfeder. Abzugstückfeder. Das ist dreckig. Schlagbolzen. So. Okay, Magazinfeder. Kann man sich irgendwo so mit so kleinen Notizen machen? Bin mir nicht sicher. Magazinfeder. Ach, hier ist es ja schon. Ah. Ach, ich bin auch doof. Hammerstrebe. Kommt auch rein. Abzugsfeder. Da. Und Schlagbolzenfeder. Haben wir. Haben wir die Eingriffsliste eigentlich? Handwaffen, Laser. Oh, da wird noch ein Laser. Okay. Handwaffen, Feuer, Laser. Ja.
So. Kraft und Lauf. Kaufen. Ja. Haben wir. Ein Paket ist schon da. Das geht schnell. Ey, das ist ja schneller als Amazon Prime, Alter. Ja, Grüße. Reinigungstisch zur Arbeit. Okay. Bestätigen. Okay, man kann es auch drehen. Muss noch ein bisschen poliert werden. Reinigung beendet. Nicht viel, aber etwas. Wartung. Auch eine Funktion, eine funktionierende Waffe sollte gereinigt und geölt werden. Das stimmt. Das stimmt. Wie war? So. Ausgetauscht. Okay. Dann haben wir das. Jetzt kommen die Schienen noch hin, die wir gekauft haben. Kaufe neues Exemplar. Kratzer. Haben wir doch. So. Hammerstrebe. Genau, die muss noch getauscht werden. Beschaffung abgeschlossen. Das haben wir also auch. Lappen zum Einöl benutzen. So, bitte öl mal die Teile hier so ein bisschen ein. Ob die Feder einölen sollte. Okay, er will auch, dass ich... Okay, die können... Ja, die kann man einölen, damit es schöner aussieht. Ja. So, Wartung abgeschlossen. Ah, Zusammenbauen der Waffe. So. Okay. Das ist alles so kleinteilig hier. Pass drauf, hier ist eigentlich noch eine Feder unten. So. Den Bolzen hier noch rein. Sicherungsstift. Ja, das sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Kann ich den Spann auch haaren? Kann ich den Hahn auch spannen? Einmal mehr. Deutsche Sprache, schwere Sprache, meine Lieben. So. Das Bestück an. Fertig. Zack. Kann doch nicht vorher rauf. Das sind wir gar nicht. Okay. Sicherungsstifte rein. Kaliber 45. Ich muss doch die Rückschussfeder hier noch rein. Will er nicht. Das funktioniert ja nicht. Das kann ja nicht funktionieren. Die Rückschussfeder nicht drin ist.
kriege ich das wieder ab? Wie kriege ich das wieder ab? Ach, sie kommt vorne einfach reingesteckt bei dem. Siehst du wieder was dazu gelernt? Sie kommt dran, dann ist die Waffe an sich fertig. Alter. Bei einer P8 von Heckler und Koch ist es wieder ganz anders. War gar nicht mal doof aus. So. Mal ziehen wir mal auch mal schnell zusammen. Montage komplett. Die Arbeit beendet. Neufertigkeit. Wechsel die Waffe innerhalb derselben Waffenmodells. Okay. Muss man die Aufsätze kaufen. Soll ich verlassen? Wo hatten wir doch? Ach so, komm, das Modul extra. Okay, das Lasermodul. So. Und ab an die Tische. Da. Und hier Handwaffen Laser. Ja, möchte ich gerne. Ja, beenden. Ups. Passung. Nee. Hab's doch gerade geholt. Hab's doch gekauft und hab's auch bekommen. So. Vertikale Manipulation. Horizontale. Interagieren. Na, ich will es hier unten dran machen. Ah, da ist es. Boah, das muss man aber auch erstmal sehen. Neubänden. Anpassungen. Neufertigkeit. Einzigartig nicht funktionierende Veränderungen wie Zubehör und Farben. So. Erstmal. Mal 10 raus. Genau, in den Waffenkoffer. Durchgeführte Aufgaben. Konfiguration. Demontage. Verarbeitung. Wartung. Montage. Anpassung. Der Kunde hat den Auftrag angenommen. Als wurde gemäß der Richtlinie erledigt. Zusammenfassung der Bestellung. Belohnung 0. Teilebudget 245, 245. Großvaters Colt. Level 1 abgeschlossen. Ah, da haben wir den Colt. Oh, schön repariert mit einem Laserlicht, also mit einem Lasermodul. Ist schon ein bisschen sexy, muss man dazu echt sagen. Ah, so. Aber meine Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ah, zur ersten Folge. Und ganz Biff Simulator. Jetzt haben wir den Colt repariert. Was wird wohl die nächste Waffe sein? Ich weiß es nicht. Aber das seht ihr dann definitiv in der nächsten Folge. An der Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst einen Kommentar da. Alles, was uns hilft. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonnieren und aktiviert die Glocke, meine Lieben. Haut da rein, euer Pate von den Zackis. Ciao, ciao.